Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lands of Lore 1. Ich bin's wieder, euer Paddy, auch hier in diesem Video. Heute etwas verspätet wie sonst. Ihr kennt's, private Sachen. Aber wir legen hier wieder los. Das Video wird heute auch nicht ausfallen, auch wenn es etwas verspätet kommt. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal wieder von dieser Etage runter. Ich glaube, wir haben ja jetzt wirklich sehr lange Zeit hier drinnen verbracht. Und das heißt, wir müssen jetzt quasi hier raus. Wir müssen raus und schauen, dass wir irgendwo weiterkommen. Einmal hier lang. Nee, hier ist auch nichts. Hier haben wir immer noch dieses rote Tor. Das eine hatten wir ja schon mal beseitigt gehabt. Aber das will einfach nicht weg. Und noch so ein Steinchen scheinen wir nicht zu haben. So, jetzt gucken wir mal weiter. Da hinten gibt es noch unentdeckte Waldstücke. Schauen wir mal hier lang. Nee, auch hier nichts. Vielleicht gibt es ja noch irgendwo eine Schatztruhe oder irgendwas dergleichen. Gucken wir mal hier. Nee. Also hier auch einfach bloß gähnende Leere. Na, gucken wir mal hier lang. Ah, hier sind wir wieder bei dem Tor. Also einmal im Kreis gelaufen. Und das ist das bekannte Schloss. Da wollen wir auch nicht wieder hin. So, jetzt gucken wir mal weiter. Also, wir waren jetzt da bis da drüben. Also quasi fehlt die Mitte so ein bisschen. Können wir auch nochmal gucken. Und oben noch ein ganz kleines Stück. Schauen wir mal. Jetzt sind wir da oben. Aber hier ist erstmal nichts. Ah, hin geht's auch noch weiter, ne? Und hier unten genauso. Na, da schauen wir jetzt erstmal hier unten nach. Danach kommen wir wieder hoch. Ah, hier geht's noch weiter. Ah, das wären ja immer mehr. Ach nee. Quasi wieder in der alten Strecke. Aber hier unten geht's noch ein weiterer Gang lang. Hm. Wo sind wir jetzt? Wieder da, wo wir waren. Na toll. Auf jeden Fall wissen wir jetzt schon mal, dass die eine Seite komplett dicht ist. Da oben ist aber noch was. Da müssen wir jetzt mal nachschauen. Also wir erkunden jetzt erstmal den kompletten Wald. Vielleicht finden wir ja noch was. Ah, hier nicht. Bisher keine Chance. Uh-oh, this looks like trouble. Ah, direkt wieder Gegner hier. Zack. Einmal mit Schmackes draufhauen, Leute, kommt. Oder so. Ey, da haben wir ja so ein nettes Steinchen. Na, kommt direkt noch einer. So. Gleich mal speichern. So, wir gucken jetzt mal, was hier war. Last, those vile orcs have severed the bridge. Now we must locate an alternate route to the castle Sumeria. Warum wundert's mich nicht, dass sie die nette Brücke zerstört haben? Naja. Gehen wir wieder zurück. Zumindest wissen wir jetzt schon mal, dass wir mit dem Stein einiges anfangen können.
Wir gucken trotzdem mal, ob vielleicht noch irgendwo die ein oder andere Truhe sein könnte. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Also wieder ganz nach unten. So. Naja, wir gehen jetzt mal den etwas längeren Umweg. Ja. Einmal da lang. Jetzt sind wir aber auf einem guten Weg. Also einmal bloß nach unten. Einmal da runter und dann rechts rum. Nee, da noch nicht. Da ist eine Höhle. Da wollen wir auch nicht hin. Aber dahinter. Also quasi jetzt rückwärts. Rüber. Wir müssen zu Skotias Hindernis. Jawohl. Jetzt müssten wir gleich da sein. Da ist es. Hey! Quickly! We must destroy this barrier. So, und weg ist es. Ah, da kommen schon direkt die nächsten Gegner. Die scheint es nicht gut mit uns zu meinen. Der eine sieht zumindest auch schon sehr heftig aus. Da haben wir noch unsere Zauberstäbe. Na gut, der hat leider nichts gedroppt. Gleich mal Feuerball drauf. Ah, das scheint auch nicht geholfen zu haben. Aber so ist er wenigstens weg. Bisschen schlafen. Ah, nee, da kommt schon der nächste. Kriegen wir den hin? Sehr schön. Der nächste, sagte mal. Schlafen ist halt wieder mal nicht. Und? Nee. Wieder mal keine Ruhe hier. Doch, jetzt scheint es besser. Ich wollte gerade sagen, jetzt scheint es besser zu sein, aber nein. Ich glaube, wir müssen gehen. Das sieht übel aus. Ja, war klar. Ich glaube, ich habe nicht gespeichert, oder? Doch, aber bloß nicht den Weg nach unten. Heißt, wir müssen nochmal zurück. Brücke war jetzt kaputt, genau, das kennen wir ja. Aber gibt doch keinen Weg über diese kaputte Brücke drüber. Wahrscheinlich müssen wir da doch eine andere Route einschlagen. Also wieder nach unten. Nach drüben. Genau. So, machen wir das jetzt mal ganz schnell. So, jetzt wieder nach unten. Na? Ja, gut, fast. Fast sind wir da. Da sind wir. Einmal. Hey, I think it's working. Und? Komm. Quickly, jetzt. We must destroy this barrier. Auch das zweite Hindernis von Skotia wurde beseitigt. Können wir jetzt wieder hier lang? Oder auch nicht? Speichern sowieso. Bevor wir wieder angegriffen werden aus heiterem Himmel. Muss ja nicht sein.
Aha. Eine Stadt im Nebel, meine Freunde. Da sind wir angekommen. Ah, mal sehen, ob wir hier Leute treffen werden. Die erste Tür natürlich leer, außer irgendeine Zauberkarte, die wir hier gefunden haben. Oh. Die haben wir mal direkt verbraucht. Ganz toll. Ein zerrissenes Hemd. Aber natürlich nicht besser. Können wir, denke ich mal, direkt hier lassen. Das bringt nichts wirklich. Jo, ansonsten gab es hier jetzt nicht sehr viel Wertvolles. So. Ja, direkte Wand. Ja, hier geht's weiter. Auch hier. Aber hier keine Tür. Auch viele zugenagelte. Irgendwas zu bedeuten? Nö. Na, wieder eine Sackgasse. Aber wir werden erstmal die ganze Stadt so ein bisschen erkunden. Das nächste Häuschen. Was haben wir hier Schönes? Na, wenn das mal nicht ein wertvoller Fund ist. Nee, er will seins behalten. Okay. Ich werde mal jetzt nicht alles immer wieder mitnehmen. Speichern sowieso. Und schon machen wir weiter. So, wo kommen wir jetzt hier lang? Ja, da ist die nächste Tür. Na, Bolzenarmbrust. Toll. Bolzenarmbrust der Erlösung. Und Sandalen. Brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Gefällt mir nicht so ganz. Lass mal liegen. Gehen wir weiter. Wieder weiter in der Stadt des Nebels. Erinnert mich trotzdem so ein bisschen an Silent Hill, oder? Den Endteil. Werdet euch bestimmt erinnern. Da ist ja die Stadt auch im Nebel. Kommen wir nicht rein. Na gut, dann müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwo einen Schlüssel finden. This is already unlocked. Aha. Eine große Axt. Jawohl, sehr schön. Ja, den Dreizack legen wir jetzt mal hier mit rein. Da ist noch eine. Sehr gut. Sehr wertvoll. So. Ihnen lasse ich auf jeden Fall noch die zwei grünen Schwerter. Wer weiß, wofür wir die noch brauchen werden. Könnte natürlich auch sein, dass wir demnächst wieder in diese, in dieses Geisterschloss müssen. Sorry. Einfach zur Schau zu fallen. Aber ansonsten, außer dem einen Fenster, nichts Wertvolles drin. Upsala. Gleich wieder rein. Da war aber jetzt auch kein Schlüssel dabei gewesen. Ah. Da haben wir die nächste Tür. Und, was liegt hier? Eine Ast der Unendlichkeit aufgenommen. Scheint auch wieder eine Zauberkarte zu sein. Gleich gespeichert. Wissen wir schon mal, was wir haben. If Wyvil is not attacked, then yes. You will get most of the grain back. Where have you been? Paulson, what have you found? I have found nothing. I follow Michael now. We did find a recipe for the elixir, but it's a riddle, and we've not yet found all the ingredients. Then why are you bothering me? Scheint eine sehr, sehr ernste Diskussion zu sein. Bring the elixir to me immediately, if you ever actually get it. Na gut. Ach so. Er hat bloß das Rätsel nochmal gezeigt. Aber ich denke mal, damit können die nichts anfangen. Welcome to Bruno's Lodge. Have you seen the new apothecary? I think her name is Sadie. What a dish.
Ja, sehr appetitlich. Hey Baby, how you doing? I'm thirstier than a keg of sawdust. Buy me a draft? Nein. It was worth a try. Put another one on my tab. Will you, Bruno? Wer bist du? What great fortune. You helped me in my hour of need, and now I must repay you. I hope you are feeling better, sir. Take this cape of concealment. It will make you difficult to see and hear. Thank you. This will surely help us. Mhm. Ein Tarnumhang? Ach, das ist der Obdachlose, ne? Der im Wald gewesen ist, dem wir ein paar Kronen gegeben haben. Wer weiß, wofür die dieses Hemd noch brauchen werden. Naja, wir werden es erstmal ins Inventar legen. Wir wissen nicht, wofür wir es noch brauchen. Das müssen wir mal schauen. You're from Gladstone, aren't you? You know, it's a little known fact there that the ancient Gladstonians discovered a method of controlling magic forces quite by accident. You see, Warren, 13th heir to the throne at Gladstone, stumbled across the Shard of Truth while spelunking with his fourth wife, Jaylen the Wise. Jaylen was the eldest daughter of the third Viscount of Grisbel. The marriage brought the people of Grisbel into the realm of Gladstone, thus increasing the military power of the Gladstonian Legion. The Legion was the primary source of power for Warren. They say the Shard spoke to Warren as he was poking around the Irbish Mountains. This was before that opportunistic miner William Gadfly began mining in the mountains. Those Irbish mines have unearthed more magical artifacts than anywhere else. It was Gadfly that invented the bellow pump that allows air to be pumped into the depths of the mines. His great-grandson, Ian the Cruel, converted the pump design when the miners hit water. Ian founded the original city of Wyvel, which burned in a fiery inferno when the Darkwind was destroyed by the White Circle. Our present city, you know, has never fallen to an attacker. Yeah, Michael Lordsport discovered the Ruby of Truth as he began digging the Catwalk Caverns as an alternate route out of the city. Not realizing its real power, Michael sold the ruby to Ludwig Vergrundel, 73rd heir to the throne of Gladstone. Ludwig added the stone to Gladstone's growing fortune and left it untouched for decades. It's a little-known fact that Gladstone owes its entire existence to Wyvel. Horsebucky, says I. That Scotia person actually failed the examination to join the ranks of the Talamar. She hates Richard and his little Dawn, too. So you see, the Talamar are actually to blame for this mess here. Hey there, you're not getting tired, are you, pal? I haven't had such a good listener for a long time. Really, I would love to continue this fascinating conversation, but I have a kingdom to save and a Scotia to kill. Maybe some other time. Hey, don't be a stranger there. I'll be seeing you then. Redet wirklich gern und sehr viel. Aber könnten auch wichtige Informationen dabei gewesen sein, wenn man das so sehen darf. Zumindest, soweit ich das noch mitgekriegt habe, ging es auch um den Rubin der Weisheit. Naja. Gut, gucken wir mal weiter. Hier ist demnach erstmal nichts. Wir können jetzt noch nach unten gehen. Was haben wir hier? Nur eine Ölflasche. Gleich an die Wand gepfeffert. Ne, jetzt kommen wir nur wirklich nach unten und nach drüben. Hier drüben waren wir schon mal, ne? Ja, da waren wir schon gewesen. Also ganz runter, rüber, wieder hoch und rein. Ah, Customers. You are a welcome sight, lads. Since Scotia moved into the Dark Castle, things in Wyvel have been a mite grim. We as well are glad to see you, sir. So, da können wir erstmal wieder... I'll take that off your hand. Können wir erstmal wieder Sachen verkaufen, um unser Inventar ein bisschen freier zu bekommen. I'll take that off your... I'll take that off your... Immer raus, immer raus. I'll take that off your... I'll take that off your hands. I'll take that off your... I'll take that off... I'll take that off your hands. I'll take that off your hands.
Auf jeden Fall wird er sehr wertvoll, ne? I'll take that off your head. Naja, freies Inventar. Now why would I be paying worthless junk? Diese Perle wird wahrscheinlich nie loswerden. I'll take that off your. Aber meine Freunde, ich würde sagen, ich verkaufe jetzt noch ein bisschen was. Oder versuch so ein bisschen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr da wieder mit dabei seid. Ich sag schon mal, bis zum nächsten Mal. Euer Paddy. Und ciao.